Hallo und herzlich willkommen zu Adventskalendertürchen Nummer 11, heute von Kilmore Abbey in Irland. Das Haus wurde ursprünglich als Schloss gebaut. Heute ist es eine Abtei der benediktinerischen Nonnengemeinschaft. Die Grundsteinlegung war am 4. September 1876 von Margaret Vaughan Henry und sie war die Frau von Mitchell Henry. Und dieser Mitchell Henry hat dieses Haus als ein Liebeszeichen für Margaret gebaut und als Nistplatz. Mitchell war der Sohn eines wohlhabenden Baumwollhändlers aus Manchester von irischer Herkunft und der erbte nach dem Tod von seinem Vater das sehr erfolgreiche Familienunternehmen und damit wurde er zu einem der reichsten jungen Männer Großbritanniens. Das Haus hatte ursprünglich 33 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, 4 Wohnzimmer, einen Ballsaal, ein Billardzimmer, eine Bibliothek, ein Arbeitszimmer, ein Schulzimmer, ein Raucherzimmer, einen Waffenraum sowie verschiedene Büros und Wohnungen für die Hausangestellten. Das Haus war ein Rückzugsort vom hektischen Leben in London. Und 1874 verbrachte die Familie Henry einen Urlaub in Ägypten, wo Margaret erkrankte und dann nach zweiwöchigem Leiden starb. Und Margaret war damals 45 Jahre alt und die jüngste Tochter von ihr, Violet, war gerade 2 Monate alt. 1902 wurde das Schloss dann an den 9. Herzog von Manchester verkauft. Die Geschichte der Benediktinerinnen, die heute auch noch auf Kilmore Abbey wohnen, begann in Brüssel. Und zwar wurden Ende des 16. Jahrhunderts religiöse Häuser auf den britischen Inseln unterdrückt, weshalb die britischen Katholiken England verließen. Und in Brüssel wurde dann 1598 ein Kloster gegründet, von wo aus auch dann noch in mehreren Orten in Europa weitere Klöster gegründet wurden, unter anderem zum Beispiel 1665 in Ypern. Und ja, dort waren viele irische adligen Töchter, also die dann dort zu Nonnen wurden. Aber das Kloster wurde leider in den frühen Tagen des Ersten Weltkriegs beschädigt, weshalb die Nonnen flüchteten. Sie fanden erst kein Zuhause sozusagen, bis sie dann 1920 Kilmore Abbey sozusagen geschenkt bekamen. Und 1923 haben die Nonnen dann ein internationales Internat eröffnet und auch eine Tagesschule für die einheimischen Mädchen. Und 2010 wurde das Mädcheninternat dann geschlossen. Das Anwesen von Kilmore Abbey ist einfach riesig. Da steht nicht nur dieses schöne Haus drauf, sondern da sind auch noch richtig große, schöne Klostergärten. Und in Andenken an seine geliebte Margaret hat Mitchell Henry noch eine kleine Kathedrale auf dem Gelände bauen lassen. Und das ist innen, sind die 4 verschiedenen Marmorarten aus den 4 Gebieten von Irland verbaut, ganz viel. Und außerdem hat er nicht ertragen können, dass sie in der kalten Erde liegt und hat ihr ein Mausoleum gebaut, in dem er nachher auch beerdigt wurde. Nun, ich hoffe, euch hat es allen gefallen hier, weil ich ja nicht alles jetzt von Kilmore Abbey gezeigt habe. Nur eigentlich das Uninteressanteste, um euch ein bisschen neugierig zu machen, dass ihr vielleicht auch mal hinfahrt. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es war so ein bezauberndes Fleckchen Erde. Ich wollte gar nicht mehr weg. Und ich habe leider vergessen, das Verabschiedungsvideo dort zu drehen. Deshalb heute nur über das Ohr. Ich
hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns morgen wieder sehen und wieder hören.